Anekdoten aus der Opernwelt. Schmunzeln Sie über Begebenheiten, die berühmten Personen passiert sind. Anekdoten Nummer 5, wie Hunde Richard Wagner halfen, Opern zu komponieren. Richard Wagner vergötterte seine Hunde. 14 an der Zahl hatte er während seines Lebens. Sie begleiteten ihn überall hin. Ihre Namen hießen Fafner, ein Neufundländer, oder Dreck und Speck, ein Pudelwart. Er schrieb in einem Brief an seine erste Frau Minna, du und Päpst seid mir die Liebsten. In Riege war ihm Robert zugelaufen. Als er wegen Schulden bei Nacht und Nebel verschwinden musste, passte Robert nicht in die Kutsche. Wagner und Minna mussten deswegen auf den Schiffsweg ausweichen. Die stürmische Überfahrt mit der Thetis wurde zur Legende und zur Geburtsstunde des fliegenden Holländers. Ohne den Hund Robert gäbe es diese Oper nicht. Interessant stand ihm der Spaniel Päpst zur Seite. Immer wenn Wagner am Tannhäuser komponierte, saß Päpst neben dem Flügel auf seinem Kissen. Beim Vorspielen hatte Wagner seine Augen immer auf den Hund gerichtet. Bei E-Dur spannte sich jede Faser seines kleinen Körpers, schrieb Wagner in einem Brief. Gab es eine Passage in Es-Dur, entspannte sich der Hund sichtlich. So komponierte Wagner die Szene der göttlichen Liebe in Es-Dur. Doch beim Meistersinger ging's umgekehrt. Der Hund seines Hauswirtes, den er vom Ungeziefer befreien wollte, biss ihn in den Daumen. Dieser entzündete sich so fürchterlich, dass Wagner 2 Monate nicht mehr schreiben und komponieren konnte. Der Meistersinger blieb liegen, der Verleger zahlte kein Geld und Wagner kam wieder einmal in eine finanzielle Klemme. Ruß, ein schwarzer Neufundländer, war ihm am liebsten, darum bekam er eine Grabstätte im Garten der Villa Wahnfried, gleich neben Cosimo und dem Meister. Die Grabstätte steht heute noch. Dort steht: Hier ruht und wacht Wagners Ruß. Hören Sie mehr von Richard Wagner und vieles mehr an www.opera-insights, dem Online-Opernführer. Alles über Oper.